Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Let's Build Gildeschiff. Wir machen weiter, diesmal heute zu zweit. Und zwar mal wieder mit Kalogi zusammen. Hatten wir auch schon Ewigkeiten nicht mehr. Und wie ihr auch gerade im Chat seht, hat er auch ein paar Dekorationen gespendet, beziehungsweise freigekauft. Und die werden wir jetzt einfach mal aufstellen, würde ich mal sagen. Wie viele Dekoplätze haben wir noch? Auf jeden Fall genug. So, fangen wir doch direkt mal an, indem wir unseren tollen Bearbeitungsmodus starten. Ach verdammt, da habe ich natürlich keine Karte. Das ist immer das Dumme daran. Was zuerst? Das finde ich natürlich auch geil. Ich weiß nicht, wo ich das her habe. Ich weiß nicht, ob er es gespendet hatte. Kann sein. Weil ich glaube, gespendete Sachen werden nicht in der Bank angezeigt. Oder das Teil hier. Das Ding, glaube ich. Lass erstmal den anderen Kram. Genau. Oh, ich hasse. Habe ich keinen Schnellrollen oder so? Hier vorsprechen. Da, das suche ich. Boom. Ach, kann man sogar zweimal drücken. Als Heiler kann man das sogar zweimal drücken. Okay. Scharfschütze geht jetzt immer nur einmal. Oh je, ich mache eine neue Attacke. So. Okay. Dann lass uns mal. Habe ich eigentlich hierfür noch was? Nur Verfügbares bin ich natürlich nur. Nö. Gar nichts. Ich habe einfach mal gar nichts. Habe ich hier noch irgendwas drin? Oh, ich weiß nicht, warum ich dir so viele imperiale Banner hier damals mal reingespendet habe. Ich weiß nicht warum. Wofür? Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt klug. Nee. Moment. Karte wieder an. So. Gehen wir mal hier hin. Ah, ich hänge fest. So. Hier ist nämlich noch gar nicht so viel. Deswegen gehen wir erstmal hier hin. So. Mal gucken, was wir jetzt noch haben. Wir haben natürlich auch noch den Scheiß hier. Vivanita-Altar. Schedul. Lebensfestbau. Die könnte ich auch noch mal irgendwo hinstellen. Oder hier. Megatör. Ach du Scheiße. Genau, das hat er, glaube ich, auch freigekauft. Da. Ich glaube, wir können doch immer nach oben gehen und mal da ein bisschen was kaufen. Freimachen. Dekorieren möchte ich natürlich so hier vielleicht. Vielleicht hier ein bisschen mehr. Wenn wir direkt. Ach guck mal, hier können wir auch den Scheiß mal platzieren. Ja. Was haben wir hier für diese Flächen noch so alles? So ist ja natürlich nur ein Baum. Ja, gut, ich könnte mir auch mehr kaufen. Ich habe mir auch ein bisschen Geld geschickt. Nee. Gehen wir erstmal hier so lang. Hier ist nichts. Hier finde ich nichts. Hier finde ich nichts. Was haben wir hier? Lebensfestbaum. Die kann mich. Stelle ich, glaube ich, nach unten. Altar der Schädel. Wie wird das? Wie sieht das Teil mit aus? Oh, nice. Habe ich nicht auch noch so ein Teil irgendwo? Moment. Sekunde. Kann man das interagieren? Nee. Ich wollte schon sagen. Stellen wir es erstmal in den Fern. Kann man es immer noch so. Was haben wir noch so? Datacrons. Ich hab sogar noch so Daten, ey. Boah, wie viel geilen Kram ich einfach noch dabei habe. Wie viel das mir einfach mal nicht auffällt. Tempelkeramik. Könnt ihr natürlich auch den riesigen. Warte, ich hab nur mich. Kann man das viel größer machen? Dann mache ich das lieber so, dass ich dann nicht diesen fetten Altar hier hinstelle. Oh, sieht ja nice aus. Dann hier die Felder kleiner mache. Dann hier den Altar der Schädel hinstelle. Genau. Und. Nee, das sieht doof aus, wenn ich das direkt davor stelle. Warte, dann mache ich das Layout. Nee, warte, wie war das? Nee, so nicht. So. Dann mache ich das Rishi-Idol so hin und verschiebe das so. Ob das jetzt schön aussieht. Ja gut.
mal schauen. So, dann nehmen wir mal hier das Feld hier. Hatten wir nicht für das Feld sogar irgendwas gekauft? Was haben wir noch? So Bodenkachel. Was ist denn das? Gleich, okay. So, was haben wir denn hier noch so für die... Haben wir hier noch was für die Kleinen? So. Kleinfelder. Vielleicht noch die paar Datakonsolen. Ist eigentlich auch nicht keine schlechte Idee. Ich stelle sie erstmal hier hin. Ich werde mal gucken, was es noch für, die kleinen Felder noch gibt. Ich habe keinen Timer gestartet. Wunderbar. Meine Uhr ist nämlich auch wieder heil. Hallo, start's mal so. Achso, dann habe ich auch noch eine Menge und Hologrammflaggen auch. So, meine Leute. Was für ein Feld ist denn das? Was für ein Feld ist denn diese mandalorianische Dingsda-Bumsda? Kann ich nachgucken? Okay, muss ich das so machen, Gilde. Mandalorianisch. Das Ding hier muss ich nochmal machen. Großer Boden. Und Mandalorianisch. Mandal. Hä, bin ich gerade doof? Finde ich nicht. Wie heißt das? Oder hat er das schon benutzt? Mandaloria. Ach so, das hat er wahrscheinlich schon. Ah, das hat er wahrscheinlich schon benutzt, okay. Okay, dann haben wir noch das. Großer Boden, warte, was ist das jetzt für ein Feld? Na? Mittel. Was ist denn groß? Ist das. Ah, sowas ist groß, aber das haben wir jetzt natürlich hier nicht. Kann ich das Feld groß machen? Ja, geil. Hier natürlich wieder alles nur Verfügbares. Genau. Das kann man, damit kann man nämlich auch interagieren. Bringt zwar nichts, aber... Ach doch, es bringt doch was. Dann geht das hier oben an. Ah, das habe ich gar nicht gesehen letztens. Haben wir noch Teppiche? 3 Stück haben wir noch. Mal hier ein und drehen den natürlich auch wieder. So, auf 90 Grad genau. So. Haben wir auch irgendwie Lampen oder sowas? Ich habe keine Lampen mehr, irgendwie. Rosarishi-Blumentopfpflanze, ja, wenn. Trapal. Ach so, den ganzen Scheiß hier noch. Ich brauche für Lucia. Habe ich für Lucias Statue nochmal da? Einzelne Rep. Alter, was? Wie viel will ich denn jetzt noch spenden? So, warte, ich brauche mal kurz den hier. Ach, scheiße, ich brauche eine Gildenbank. Oh, ich wollte nämlich auch noch ein paar Lampen holen. Hier. So. Das bei den Händlern wieder wegmachen. Nochmal einfach. Ich machst du dann aber doch erstmal genug. Die kriegst du ja fast umsonst. Ein Soldat kostet ja irgendwie 200 Credits oder so. Das ist ja natürlich auch geil, wo er in so einen Fahrstuhl hinbringt. Oh, ich hasse das, wenn man das in die Gildenbank mal reinmachen muss. Dass das nicht irgendwie automatisch macht. Da rein. So. Perfekto. Ach stimmt, warte, ich kann ja mal gucken, ob ich meine Jukebox hier wieder kaufen kann. Freigeschaltetes. Gildenbank. Ist das diese hier? Kaufen wir uns erstmal die. Bestätigen. So.
250.000, also wie teuer sind das? Trophäen, ja gut, die will ich jetzt nicht. Technik. Ein paar Lebensfestbäume aber auch noch. Lebensfest 2014, blau. Ich muss erstmal den hier. Und den hier. So, dann. Den hier auch noch. Nee, sowas passt hier auf jeden Fall nicht rein. Dann auch nochmal den hier. Holen wir uns mal einen von jedem. Transformator, Kopfsphäre. Ja gut, die kriegst du auch so. Monitoranzeiger, die kann man gar nicht freikaufen. Wo ist denn das her? Quelle Erfolge. Ach komm, gehen wir uns auch mal. Ich glaube, ich das gleich zweimal. Gut, das sieht, glaube ich, ehrlich gesagt ziemlich gleich aus. Ach, weißt du was? Ich kaufe es mal nochmal hier. Zweimal. Ups, nein, das wollte ich jetzt nicht. Und hier auch noch der Lebensfestbaum. Den kann man nicht kaufen. Und das habe ich gar nicht mehr. Schilder, Beleuchtung, Möbel, Umgebung, städtisches. Irgendwas, was man kaufen kann, so ein Ebon-Hauwerk, aber das ist viel zu teuer. Flagge vom Hausriss, 25k. HK-Gedenkstatue, gut, brauche ich erstmal noch nicht. Ich würde sagen, das reicht erstmal. So. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder nach oben. Oder nach unten, oder weiß ich, wo das ist. Scheiße, hat er jetzt diese komische Meditationswand gekauft. So, dann können wir das Ding scheiße gleich mal benutzen. Hier? Warte, ich glaube, ich weiß, wo ich das hinstelle. Ich glaube, ich weiß, wo ich das hinstelle. Also, du musst, dass man hier nichts platzieren kann. Das ist ein bisschen blöd. So. Das fällt mal groß. Ist es... Mittlerer Boden geht auch, okay. Nehmen wir mal die hier. Ah, ich weiß schon, wie ich das mache. Ich habe schon eine ganz tolle Idee. Das muss ich nur bald wiederfinden. Na? Bin ich grad doof? Hier. Das war falsch. Ja, so. Machen wir das Feld auch mal so. Und machen dann nochmal das gleiche. So. Sieht auch schon mal nicht schlecht aus. So. Ich weiß gar nicht, wo ich die her habe. Standardflagge. Noch ein paar Flaggen hinstellen, vielleicht. Republikanische Kiste. Ich mach das im Gleichgewicht. Je nach so ein paar Soldaten am besten. 97 haben wir noch nicht mal 100 Felder von 300, also nicht mal ein Drittel. Können wir mal kurz mal zu ihm rübergehen und gucken, wie das bei ihm gerade aussieht. Boah, nice. Nice. Schön aus. Musik auch noch. Ja. Die Banner hat er auch schon aufgestellt. Die Bäume natürlich. Banner. Ich hab schon hier so ein Banner. Vielleicht noch irgendwas hier für die Wände oder so? Vielleicht noch, nee, das passt überhaupt nicht. 16 kleine Blöcke. Habe ich dafür noch irgendwas? Nö.
Rap-Banner hätte ich noch. Und nur eins. Ich bräuchte zwei. Was kann man denn noch so machen? Hier Lebensfestbäume. Ich glaube, ich gehe mal nach unten, stelle lieber dahin. Das passt zur jetzigen Jahreszeit. Jetzt ist ja gerade Lebensfestzeit. Hack ausblenden, dass ich den Fahrstuhl nutzen kann. Dann platzieren wir erstmal das und dann würde ich sagen, was? Ich hoffe schon wieder mit dieser Folge. Hier so irgendwo. Wie viel habe ich denn jetzt noch von diesen Bäumen? Boah, das gefällt mir. Irgendwie sehr schön aus. Wie viele Bäume habe ich jetzt noch? Ach, zwei Stück haben wir sogar noch. Kann ich doch was mit den anderen zwei immer hier platzieren. So. Kann man das nach hinten stellen? Jo. Machen wir es mal so. Sieht ja neues aus, hatte. Wow. So, dann bis zur nächsten Folge. Warte. Was ist dein Gefährten? Ja gut, dann bis bald. Bis zur nächsten Let's Build-Folge. Tschüss.